Was ich auch finde, und was vielleicht auch ein Teil der Öffentlichkeit ist, vielleicht auch mittlerweile ein gar nicht mehr trennbarer Teil der eigenen Person, ist auch ein Social-Media-Auftritt. Bei dir ist es nicht nur dein Job, sondern, und das ist ja das Interessante daran, als Model verschwindet man hinter dem Produkt, ist ja auch so gewollt, kann man viele Dinge machen wie ein Schauspieler, der in einem Film mitspielt. Mhm. In einer Show, in einem Social-Media-Auftritt ist man ein Stück weit auch man selber. Ja. Deswegen schmerzt es einen natürlich, wenn vielleicht dort in einer Weise kommuniziert wird, wie man das selber gar nicht machen würde. Du hast 5, irgendwas Millionen Follower. Mhm. Wenn man also praktisch in deinem Namen, auf deinem Instagram-Account irgendwo Kommentare schreibt, dann liest das jemand, oder? Ja. Deswegen spielen wir jetzt Stefanie Giesinger Unchained! So, weißt du noch, was das ist? Das haben wir schon lange nicht mehr gespielt, da freue ich mich drüber. Ja, das ist ja mal ein schöner Tag heute, weil das haben wir ganz lange nicht mehr gespielt. Es geht um Folgendes. Wir werden jetzt das machen, was du häufiger machst. Wir sind hier verbunden mit deinem eigenen Instagram-Profil. Und du wirst jetzt natürlich ganz normal mit deinem Namen Kommentare hinterlassen, die wir aber bestimmen, also ich bestimmen darf. Wie findest du das? Cool. Cool, ne? Das heißt, ich suche den Prominenten aus, das Bild von auf dem Profil des Prominenten und auch, was du da drunter schreibst. Und dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Ja? Oh Mann, aber wie klären wir das dann auf? Ja, nicht. Gar nicht. Das Witzige ist, dass wir das dann für immer stehen lassen. Ja? Wir haben damals zum Beispiel mit Toni Kroos, der hat bei Ronaldo, da saß Ronaldo auf dem Stein und der hat dann geschrieben, I wish I was the Rock. Ich hab's gesehen. So das unangenehm. Und es ist ja nicht so, dass dann Ronaldo Late-Night-Show schaut. Also. Nee, nicht immer. Nee. Teilweise ist ja Champions League, da hat er keine Zeit. So. Genau, und dann weiß er ja gar nicht, was die Sache ist. Und ja. Voll unangenehm. Ja, das ist, der guckt nicht mehr so oft, seit er in Saudi-Arabien spielt, weil das ist mit der Zeitverschiebung und alles und so. Genau, dann ist das unangenehm, aber so wird es hier auch sein. So, können wir, wollen wir loslegen ja, eigentlich? Gerne. Ja, come on, let's go. Dann ist das erste Profil die Elevator Boys. So, okay, die Elevator Boys. Wir tasten uns langsam ran, die Elevator Boys. Oh nein. Kennst du die? Ja. Ja, und sind die cool? Die sind richtig nett. Ja? Mag sie sehr. Sind die cool und lieb? Oh, ich folge denen gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, peinlich. Okay, ja. So, und die sind nett und die, man kennt sich von, weiß ich nicht, Events oder was? Ja, unter anderem von Events und inzwischen hängen wir auch manchmal privat ab. Ah ja, okay. Die sind echt nett. Okay, dann ist das ja alles gut. Okay. So, dann nehmen wir mal zum Beispiel dieses, das hier, ja? Und könntest du da mal was, das ist ihr Auftritt in Wembley, da haben sie, die haben jetzt ein Lied rausgebracht, so ein Song, ne? Und könntest du da mal auf die Kommentarfunktion mal klicken? Oh Mann, klar. Und da schreiben wir drunter. Nein. Ja, na komm, das sind... Irgendwas, dass die nicht singen können oder so bestimmt, oder? Können die nicht singen? Doch, die können super singen. Die können richtig gut singen, ja. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die können toll singen. Naja. Oh nein. Also, ich würde schreiben. Nein, ganz lieb erstmal. Okay. Man hört, Komma, man hört, dass euer Song von Herzen kommt. Oh, das ist ja lieb. Das ist super lieb. Ja. Punkt. Schade, Komma. Oh. Nein. Dass er so gefloppt ist. Punkt. Und jetzt ein Lachtränen-Smiley. Warte, ich habe geflippt geschrieben. Floppt. Geflippt? Mit einem P, oder? Nee, mit zwei. Okay, das ist schon richtig gefloppt, mit zwei P. Da fehlt noch ein F. Und dass er so gefloppt ist. Gefloppt ist, genau. Und könnten wir so ein Lachtränen-Smiley noch dahinter machen? Den da? Genau. So, ja, wir müssen ja erstmal irgendwie anfangen jetzt hier. Meine Güte, das ist doch alles so. Okay. Warte mal. Okay. Und es ist ein Doppel-L bei gefloppt. Kannst du das nochmal wegmachen, dass man nicht das Gefühl hast, du hast das aus Versehen betrunken geschrieben? Sondern man will auch schon das Gefühl haben, dass du da Herr deiner Sinne warst beim Schreiben. Dankeschön. Ah, nee, du hast da 1:4 jetzt. So. So ist richtig. So. Und jetzt einmal hier so abschicken. Und tschüss. Wir haben jetzt... Voll unangenehm. Also, ihr könnt jetzt ja schon mal nachgucken, denn wir machen eine Voraufzeichnung hier. Ja? Das heißt, jetzt ist es irgendwie, keine Ahnung, 5 oder irgendwie so. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal im Internet gucken, wie es sich entwickelt hat. Ja? Wir wissen das hier noch nicht, aber ihr könnt jetzt schon mal schauen. Ist das unangenehm? Okay. Ja, das ist ein bisschen, man muss auch, ich finde so ein bisschen, dass man auch mal, also mal was anderes macht. So, jetzt... Hey, Klaas! Wer moderiert eigentlich am Sonntag? Wer steht mir die Show? Wer steht mir die Show moderiert, möchtest du wissen? Ja. Wer am Sonntag um 7:45, wer steht mir die Show moderiert? Genau. Das interessiert dich? Ja. Wirklich? Ja. Ja, das kann ich dir sagen. Das mache ich und zwar so.
doch nur ich gewesen. Das bin doch nur ich, der eine riesen Show moderiert. Nur beruhigt euch doch. Es geht doch hier gar nicht um mich. Das wollte die junge Dame, wollte das doch nur wissen. Ja, ja. Zeigt ihr da noch was da? Muss das doch gar nicht notwendig. So. Mann, hier geht's doch gar nicht um mich. So, jetzt machen wir weiter. Und zwar kennst du, weiß nicht, ob du sie persönlich kennst, Hailey Bieber? Nein, ich kenne sie nicht. Nee, aber nee. Ist doch schon mal, weil von großen Accounts ist doch schon mal nicht schlecht. Ja. So, und da haben wir dieses Bild hier. Oh Mann, klar. Guck mal. Was denn? Das Bild ist doch jetzt erstmal nur das Bild. Das ist richtig schön. Das ist voll ein schönes heiß. Bild und die hat feiert da Weihnachten. Nee, 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 das hier. Ja, das ist alles so. Das Gleiche. Ich weiß, aber ich möchte, dass das so zu sehen ist. Von okay. Meinem... So, und kannst du da einmal so draufklicken? Ja. Jetzt schreib doch bitte mal. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch. Deutsch, okay. Auf Englisch. Looks. Looks. Like. Like. You. You. Need. Need. To. To. Fart. Fart. So, looks like. Da, guck mal, da steht Luke. Ah, guck mal, dafür kann ich nichts. Okay, warte. Looks like. Like. You need to fart. Fart. Great. Sehr schön. Punkt. So. So, ich ja. Das jetzt ab. Schön. Könnt ihr mal gucken. Eine möchte ich aber noch. Eine Runde möchte ich noch. So, eine Stelle noch. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen noch eine Stelle machen. Okay, eine so, Ruhe. Wir haben keine Zeit. So, Entschuldigung, dass ich so laut geworden bin, aber wir haben keine Zeit. So, jetzt schnell, geh mal schnell auf das Profil von Philipp Plein. Was ist denn los? Ein sehr guter Designer. Es ist halt unterschiedliche Geschmack, den Leute haben. Der war auch schon mal hier. Das war auch ein Tag, ey. So, da nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Bild hier. Da lehnt er so cool an seiner Mauer da. Hey, danach fängt er doch wirklich Streit mit mir an, wahrscheinlich. Nein, nee, gar nicht. Pass mal auf, was wir jetzt sagen. Oh Mann. Viel schlimmer als Streit. Freundschaft. So. Ja. Schreib mal, hey, komm mal. Hey. Ich bin Riesenfan. Oh nein. Von deinen kreativen Glitzerdesigns. Warte, von deinen kreativen Glitzerdesigns. Glitzerdesigns. Punkt. Punkt. Meld dich. Melde dich. Jederzeit. Jederzeit. Für eine Kollabo. Für eine. Kann ich auch einfach Collab schreiben? Ja, was Collab. Cooler ist. Hauptsache Collab ist schon cooler. Mit, nach dichtender Zeit? Jederzeit. Guck mal, das ist hier... Ja, tut mir leid, ich weiß nicht, wie das geht. Hier, das so? No, das müssen wir jetzt noch einmal richtig machen. Stell dir vor, der kapiert das nicht und dann bleibt das aus. Zeit. Ja, wäre so, schon schade. Dich. Dich. Jeder. Und dann ist auch Collage. So. Dankeschön. Ah, oh, toll. Warte, Collab. Collab. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich als, ich sag mal, Fashionista mich darauf freue, ich werde... Wie mach ich jetzt? Okay. Ich werde euer erster Kunde. Und tschüss. Das ist peinlich. Also, ihr könnt zu Hause schon mal checken, wie sich das Leben von Stefanie Giesinger auf wundersame Art und Weise weiterentwickelt hat. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, da ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss ich ja selber wissen.